gut, wer hätte das gedacht? Hier sind gar keine Rohstoffe. WTF, da sind tatsächlich Zombies und Creeper und alles drin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, heute hier noch im Pausemenü drin. So, immer noch dieses hässliche Texturenpaket. Igitt, warum das denn? Du hast doch gesagt, diesen Part gibt es ein neues. Oder dein altes mit neuen Texturen. Ich weiß, sollte es geben. Ich habe es jedoch nicht geschafft, erstens die Texturen zu bearbeiten. Und zweitens brauche ich heute die Zeit. Und da die Parts bei diesem Texture Pack so richtig schön klein werden, dachte ich mir, komm, einmal können die Zuschauer das Texture Pack hier doch noch ertragen. Übrigens das OCD Texture Pack für alle Leute, die es wissen wollen. Falls es doch irgendeinem noch gefällt. So, jetzt kommen bestimmt alle an. Chewie respektiert die Wünsche seiner Zuschauer nicht. Du bist ein schlechter Let's Player und hast keine Community-Bindung. Ja, sehe ich genauso. Die abonniert mich. Gut, jetzt habe ich wieder dazu aufgerufen, mich zu deabonnieren. Jetzt habe ich morgen einen Abonnent, nämlich mich selbst. Nee, warte, zwei. Ich habe ja zwei Fake-Accounts, also zwei Accounts so gesehen. Oder drei insgesamt mit Chewie Films, aber zwei andere Accounts nebenbei noch. Und zwar Chewie Pictures, auf dem wollte ich eigentlich mal wieder was machen. Oder hatte auch was geplant, aber hat sich verlaufen. Oder ja, habe ich jetzt halt nicht mehr gemacht. Und auf dem anderen, ja, das ist halt einfach nur reiner, schlichter Backup-Kanal. Falls dieser Kanal hier irgendwann geschlossen wird, möchte ich vorbereitet sein. Chewie LP, also... Wenn ihr irgendwann euch fragt, ey, wo ist denn der Chewie-Film hin? Ich finde den gar nicht mehr in meiner Abo-Box. Dann ist nicht die Abo-Box entweder ist die Abo-Box verbuggt, so. Und wenn ihr euch sicher seid, die Abo-Box ist aber nicht verbuggt, weil die nie verbuggt ist. So, gut. Dann, guckt ihr einfach auf meinen Zweitkanal, Chewie LP, nur mein Backup-Kanal. Und wenn dort ein Video hochkommt, ja, hallo, ich mache jetzt ab jetzt hier weiter, weil mein Hauptkanal gesperrt wurde. Dann, ja. Guckt ihr eben ab, dann dort weiter. Ist so, kann ich nicht ändern. Dass das jetzt Chewie LP ist, Chewie Films war halt schon vergeben, sorry. Aber gut. Und falls ich irgendwann keinen Bock mehr auf Let's Plays habe, seht ihr das natürlich nicht auf Chewie LP, sondern auf diesem Kanal hier. So. Es sei denn, der Kanal ist bis dahin natürlich gesperrt, dann nicht, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So. Weil, ja, ich hatte extra damals den Namen Chewie Films gewählt, weil ich wollte hier ursprünglich Brickfilm machen. Und ich fand das irgendwie doof, mich durch meinen Namen an eine Videorichtung zu binden. Wie jetzt zum Beispiel ein Brickfilm. Ich hätte mich irgendwie Brickfilmer 9000 nennen können, aber dann hätte ich mein ganzes Leben lang auf dem Kanal quasi nur Brickfilme machen können, wenn es thematisch zum Namen passen sollte. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich mich dazu entschieden, okay, machst du Chewie Films, da kannst du irgendwann nochmal andere Videoarten ausprobieren, wenn du das denn wünschst. Und ja, so ist dann der Kanal hier entstanden. Also mit Let's Plays und so habe ich dann irgendwann hochgeladen. Ne? Konnte ich ja auch, weil ich ja mich schlauerweise Chewie Films genannt habe. Ich muss sagen, es sieht einfach genius aus. Ehrlich, richtig genius. Eure Meinung zu dem Teil hier in die Kommentare. Ich muss sagen, ich finde es richtig klasse. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich zeige euch das mal von hier unten. Hier unten kommt dann natürlich der Hafen rein. Hier, das denke ich, das kaiserliche Handelsgebäude oder so ein Kram. So. Also ich gehe dann hier hoch immer. So. Und ich tue mir mal hier... Ich habe gar keine Erde mehr bei. Scheiße. Boah, habe ich ja Glück gehabt, dass das gerade so gereicht hat. Da kann man hier entlang gehen. Ich sollte, glaube ich, echt wieder Minecraft vor Eurotruck aufnehmen, weil dann wäre ich, wenn ich im Zeitstress bin oder gerade angepisst bin, mal in Eurotruck mal in Minecraft angepisst und nicht in Eurotruck. Und heißt, dann kommt natürlich wieder in Eurotruck der Eindruck, ey, du findest das Spiel gar nicht mehr toll. Hör auf, das Spiel zu spielen, weil wenn du keinen Spaß drin hast, bist du ein schlechter Let's Player. Ich meine, einerseits meinen alle, wenn du keinen Spaß dran hast oder Spaß vortäuscht, lass es sein. Weil, ja, ist es einfach nur mal so, bist ein schlechter Let's Player.
Und andererseits meinen alle immer, ja, du sollst dich nicht verstellen. Also soll ich da jetzt irgendwie zeigen, dass ich heute in dem Moment so viel Spaß an einem Spiel habe wie noch nie, obwohl ich richtig angepisst bin, weil ich extra am Tag vorher für einen niederländischen Vokabeltest gelernt hatte, der dann doch nicht geschrieben wurde und ich dann noch im Zeitstress bin, weil, ja, ein neues Projekt startet, was jetzt doch sich um eine halbe Stunde verschieben musste. Ich jetzt diese Aufnahme nochmal kurz beenden muss, um festzustellen, wie lange ich noch aufnehme. So. Gut, ja. Schön, ich denke, jetzt baue ich hier mal die... Ich fange einfach mal direkt damit an. Aber nee, wisst ihr was? Ich mache mal was Neues. Bei Chewy gibt's was Neues, was Neues, was Neues. Ja. Hey, ich bin gerade richtig gut gelaunt, obwohl ich gerade in Eurotag vor 15 Minuten richtig angepisst war. Aber glaubt mir, es liegt nicht am Spiel. Ich kann jetzt einfach mal aus Spaß machen, dass ich erst, wie heißt es, Dingens aufnehme, Minecraft und dann Eurotruck. Wenn ich mal genug Zeit habe und ich angepisst bin. Dann wird allerdings auch an einem Tag der Uploadplan sich wieder verschieben, ist aber egal. Macht mir dann nichts. Dann seht ihr mal, dass ich nicht nur durch in Eurotruck so angepisst bin, sondern generell an dem Tag oder in dem Moment. Nennen wir mal so. Weil, ja, Es sei natürlich, der Angepisstheitsgrad hält so lange an, dass ich auch noch dann in Eurotag angepisst bin. Gut. Aber ich sag mal so, es passiert eigentlich nicht. Meistens bin ich dann, wenn ich gerade am Rendern bin, oder besser gesagt noch am Hochladen, ist das so, dass ich da immer relativ relaxed und entspannt dann bin. Hochladen. Oh, wird gerade. Ich kann mal hier auf Änderung speichern schon klicken. Der TJ German kann konfiguriert natürlich wieder was ab. So. Gut. Bam, 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 bam. Oh, ich kann Flugmodus ausmachen. Yay. Kann ich jetzt noch fliegen? Nee, kann ich nicht. Gut. Oh, X-Ray. Wer hätte das gedacht? Oh. So. Gut, wer hätte das gedacht? Hier sind gar keine Rohstoffe. WTF, da sind tatsächlich Zombies und Creeper und alles drin. What the fuck, man? Ja gut, ne, dann haben wir jetzt hier immer Zombies, Creeper, was weiß ich, ne? Freut mich doch, ich brauche die Shop-Uhr wieder her. So, meine Güte. Heute ist aber auch Chaos in den Aufnahmen drin. Apropos, wir können mal ein wenig über The Elder Scrolls Online sprechen. Ich muss sagen... Ich bin so heiß auf dieses Spiel, ne? Ich lieg Guden wahrscheinlich den ganzen Tag in den Ohren, wie geil das Spiel doch wird. Und er meint immer, er glaubt, es wird nicht so geil. Aber ich denke, das wird einfach so der Mega-Burner. Weil, ja, das ist wirklich das erste The Elder Scrolls-Spiel, wo ich mich dann wirklich drauf freue. Weil ich habe mit Oblivion angefangen, fand es cool. Hatte erst gar nicht realisiert, dass Skyrim der Fortsetzer zu Oblivion ist. Und, ja, hatte mich auch ehrlich gesagt nicht so drauf gefreut. Natürlich... Schönes Spiel, Oblivion, dachte ich mir. Aber dann, ja. Oblivion habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt. Ich muss sagen, auf der PlayStation 3 ist es unübersichtlicher als auf dem PC. Könnte daran liegen, dass ich das damals zwar nett fand, aber, 1, 2, 3, 4, 5, es mich irgendwie verwirrt hatte, das Spiel. Und Skyrim hat all diese Mängel behoben. Man, ich habe mich sofort ins Menü reingefunden. Es war so brillant, das Spiel. Und durch Skyrim habe ich The Elder Scrolls lieben gelernt. Ich habe die anderen Teile gespielt, mir Let's Plays angeguckt. Und ja, ich freue mich jetzt einfach richtig auf The Elder Scrolls Online. Wenn das für mich so wird wie Skyrim oder für andere, dann haben die meiner Meinung nach ihren Zweck, ihr Ziel vollkommen erfüllt. Einfach das geilste Spiel ever zu machen. Wenn es nur halbwegs so episch ist wie Skyrim, für ein Multiplayer-Game, dass ich mit meinen Freunden in Dungeons gehen kann... Und alles, was die da versprechen, ist das, sag ich mal, geilste Spiel ever. Kann man einfach nicht anders sagen. Muss ich jetzt auch mal sagen, ich freue mich wie ein Schnitzel in der Pfanne. Oder wie auf ein Schnitzel heißt es ja korrekt. Wie auf ein Schnitzel in der Pfanne auf dieses Spiel. Und ja, natürlich werden davon Let's Plays kommen. Weil ich, boah, ich habe, wenn ich bei diesem TGN mache, das ja TGN German, könnt ihr mal vorbeischauen. Mein... Nein! Nein, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich kann hier fliegen. Also mein... Da, wo ich drüber gepartnert bin, macht das. Die machen da so Videos und Infovideos zu. Also bitte einfach mal ansehen. Weil das so episch ist, das Spiel. Das müsst ihr euch... Wenn ihr das
euch entgehen lasst, dieses Spiel, ne? Dann kann ich euch, dann, ja, fühlt euch von mir herzlich als Kacknoob bezeichnet, weil, ja, es ist einfach so geil, selbst für Leute, die normalerweise nicht MMO-verrückt sind und auch keine The Elder Scrolls-Spiele mögen. Es wird einfach so episch. Ihr müsst euch das Spiel einfach holen, weil ich euch mir das hole. Ich denke mal, weil ich dann relativ viel Zeit in diesem Spiel verbringen werde, wird vielleicht League of Legends vernachlässigt oder sogar vom Kanal verschwinden. Also nicht komplett, sondern ich sag mal so, es wird nicht mehr zweimal die Woche kommen, vielleicht auch gar keine LOL-Videos mehr, sondern unregelmäßig, wenn überhaupt noch LOL-Videos kommen. Weil ich denke, The Elder Scrolls Online wird einen großen Platz einnehmen und ich denke, leider wird auch unser geliebtes Eurotruck verschwinden müssen. Weil ich sag mal so, The Elder Scrolls Online, ich weiß nicht, wann es rauskommt, aber es ist einfach jetzt schon so lange her, dass Eurotruck rausgekommen ist und The Elder Scrolls Online ist dann so ein neues Spiel, worauf man sich freuen kann. Und ich sag mal so, wenn The Elder Scrolls Online vor dem DLC zu Eurotruck rauskommt, mache ich Eurotruck natürlich noch weiter. Ich möchte da, denke ich, schon mal 30, 40 Parts im DLC drin verbringen. Aber ehrlich gesagt, ja. Wahrscheinlich wird Landwirtschaftssimulator dann durch The Elder Scrolls Online ersetzt werden. Vorausgeschlossen oder vorausgesetzt, ich bin mit dem Projekt dann soweit fertig. Denke ich aber schon, weil bin ja jetzt schon... Ja, ich habe ja jetzt schon quasi genug Geld, wenn ich da mal was auf die Reihe kriegen würde. Nee, also BGA, sag ich mal, macht schon sehr, sehr viel aus. Merke ich auch, mit der kleinen Schaufel kriege ich da super viel Kohle rein. Und ja, LS wird nicht mehr lange gehen, sag ich euch. 150 Parts, wenn überhaupt noch. Ich sag mal so, ich kaufe mir demnächst, glaube ich, noch einen großen Drescher, weil es oft gefordert wurde, kauft ihr mal einen großen Drescher oder dresch mal wieder. Wir wollen nicht mal nur BGA sehen. Weil zwischen Häckseln und Dreschen so ein großer Unterschied ist, vom spielerischen und vom zuschauerischen her, habe ich mir gedacht, okay, wenn sie das wollen, dann mache ich das mal halt. So, gut. Aber, ach Mann, was mache ich hier eigentlich? Aber ich brauche ja sowieso nur vier Felder dafür. Boah, das wird so geil, The Elder Scrolls Online. Ich kann, also die haben ja gesagt, die erweitern die Gebiete. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Gebiete noch erweitern wollen, weil vom Prinzip her ist es ja so, wie es dort ist. Ich denke mal, die fügen mehr Orte hinzu. Vielleicht wirklich da noch, dass man bei Skyrim da ein bisschen auf die Ränder am Rand kann. Oder besser gesagt, auf die Mauern, auf die Dinge am Rand kann. Oh nein, ich bin rausgefallen. Auf die, Mann, wie heißen sie, Berge am Rand kann. Ich denke, sowas wird noch hinzukommen. Also da, ich sag mal so, allein die Tatsache, dass man wieder in, alle Länder reisen kann. Das ging ja seit Daggerfall nicht mehr. Und habt ihr euch mal Daggerfall angesehen? Das spielt kein moderner Spieler mehr. Ich sag mal so, es wird so geil. Ich feiere das Spiel so ab bis jetzt, ne? Ehrlich, ey. Boah. Ich schwärme jetzt hier in höchsten Tönen. Wahrscheinlich wird es nur halb so gut, wie es in den Trailern aussieht. Ist immer so, aber... Mann. Guckt euch einfach mal die Videos von TGN an. Ich sag euch, wenn ihr halbwegs in diese Richtung interessiert seid, dann seid ihr da so schnell auf den Geschmack gekommen. Ich kann einfach nicht mehr als, ja... Boah, ich würde es am liebsten direkt morgen spielen, dieses Spiel, weil... Für mich, in meinen Augen, ist es so episch. Ich hatte mal eine Zeit lang ein Spiel, Majestia hieß das. Da habe ich immer mit meinen Kollegen, einer Guten und einer Kollegin oder einer Schulkameradin gespielt, so Dungeons. Und die waren einfach so spaßig mit zu dritt. Und ich denke, wenn das in The Elder Scrolls Online vorkommt, vielleicht holt sich der Reinhard das noch. Ich feiere das auf jeden Fall ab. Gut, ich würde mich auf jeden Fall dann über eine positive Bewertung freuen, denn das feiere ich auch ab. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Part. Und vergesst nicht, beim neuen Projekt vorbeizuschauen, ja?